Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Tomb Raider. Lara steht hier irgendwie ein bisschen verkuppelt. Entweder ist hier kalt oder der Wind oder ich weiß auch nicht, warum sie komisch hier rumsteht. Wir kriegen hier nochmal Munition, aber wir haben ja alles voll. Ich muss mal gerade den Sound auf meinem Headset ein bisschen leiser machen, sonst schrei ich euch hier gleich die Ohren voll. Ich glaube, das wollt ihr nicht. Das versteuert noch die Stimme oder so. Hört sich das gar nicht mehr so angenehm an. Mach's noch ein bisschen leiser. Wie funktioniert mein Headset ganz gut, dass ich meine eigene Stimme gar nicht höre? Ach, nach rechts. Okay, gehen wir nach rechts. So. Wir müssen hier weiter nach oben. Ich frage mich, wie weit nach oben es noch geht. Irgendwann muss ja mal Ende sein. Bitte nicht in mein Gesicht. Danke. Hallo. Ich lass mich jetzt mal davon nicht beeindrucken. Oh nein. Das ist aber auch keine Zwischenspeicherpunkte gibt. Ich glaube, in einem Jahr sind wir auch irgendwann mal da oben angekommen. Das Gute ist, ich habe ja sogar eh gedruckt, aber wenn sie sich natürlich nicht festhält, kann ich auch nicht helfen. Die Kameraperspektive ist sehr blöd dabei. Sonst nicht sehr weit mit Pfeil und Bogen. Thank you.
so viel Zeit muss sein, ja. Kann man die auch gerade nochmal mit dem Kopfschuss erledigen. Oh. Ah, der hat was fallen lassen. Nicht gut. Sehr gute Deckung, die du dir gemacht hast. Okay, Lara, Pistole und so kann man auch ziehen. Ist manchmal auch eine ganz gute Idee, das zu tun. Okay, Nummer 1. Haben wir das jetzt auch mal gemacht? Ich wollte es einfach noch mal zeigen, bevor es jetzt hier vorbei ist. Ja, ich denke, wir sind hier schon kurz vorm Schluss. Lara ist halt ein bisschen, ne? Kommen wir nicht weiter, leider. Schon. Weiter. Heilige Scheiße. Ich habe das Gefühl, es ist immer noch saulaut. Ich mache einfach nichts. Sie geht von allein. Ich muss nichts machen. Okay. Jetzt kommt's. Ich hatte ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt, von dem Kampf. Und im Endeffekt muss ich sagen, es ging. Ich hoffe, wir haben nur Shotgun-Munition. Das ist noch nicht ganz so lange her, dass ich das gespielt habe. Also das Ende. Das sollte das eigentlich auch. Und erst alle Gegenstände und sowas finden. Okay, im Shotgun. So. Jetzt ist halt ein bisschen. Das müssen wir ein paar Mal machen, glaube ich. Ich hoffe ehrlich, unsere Shotty-Munition reicht. Aber es geht auch, wenn wir noch andere. Okay, da ist noch einer. Den hätte ich gern weg. Au, 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 au. Einander. Es ist gerade so unglaublich. Hell gewesen. Au, shit. Shit, ich hab's vergessen. Kinder? Na und bitte. Okay. Stirb. Okay, ganz viel. Okay, mit E, mit E, mit E. Ja, dein Kopf kaputt gemacht. Und ihr seht's, der Kampf war jetzt gar nicht mal so krass. Auch wenn das irgend so ein mega Monsterviech war. Mach mal schön. Wir haben gar nicht so viel Munition gebraucht. Wir hatten ja auch diese Brandmunition, ne? Das ist auch sehr cool. Ich glaube fast hier. Ah, Tatsache. Okay. Aber wie
wie stoppen wir das Ganze jetzt? Matthias. Matthias! Hallo, Achtung. Oh nein, ein Quick-Time-Event-Fight. 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 Und sowas bin ich immer gar nicht gut, wenn ich nicht vorher weiß, was passieren wird. Sarah, mach mal ein bisschen Sprung. Der pisst es all the way. Mehr er da für eine krasse für eine Waffe da aufgehoben hat. Double Pistols kann er nicht besiegen. Nichts. Aber was ist jetzt damit? Das. Ja. Okay. Ich habe jetzt gedacht, irgendwie das in die Luft sprengen oder so. Wobei Sam war ja noch da, das wäre ein bisschen gefährlich gewesen. Sam. Oh, Sam. Gott sei Dank. Lara, was ist passiert? Ich bin da. Du bist sicher. Alles gut. Alles gut. Du hast mich befreit. Ich hab's gewusst. So wie versprochen. Ja, wir haben es geschafft. Ich muss sagen, es gab wirklich härtere Fights als jetzt den Endboss-Fight, sage ich mal. Wie ich es jetzt mal nennen möchte, mit dem großen Becken da, den wir eben besiegt haben. Weil der schon echt lächerlich war. Da kamen zwar dann immer mal noch so zwei Schergen von dem, aber die hatten ja auch keine Chance gegen uns. Also das war nicht knapp und schwierig oder sonst wie was. Also... wir haben es geschafft. Und wir haben auch noch die Sonnenkönigin vernichtet quasi. Also ihren Körper. Sodass jetzt die Stürme aufhören und wir endlich hier abhauen können. Da ist Lara! Jonah und Reyes geht's auch gut. Viele sind wir ja jetzt nicht mehr. Whitman ist tot. Das ist schon mal sehr gut. Hier wird es bald besser gehen. Was ist dort passiert? Es ist vorbei. Wir können los. Okay, dann nicht viel weg von hier. Ich frage mich, wie man so ein Boot fahren kann. Man sieht doch gar nichts, wenn man da am Steuer steht. Die ist doch viel zu klein. Also geradeaus kann man ja nicht sehen. Weil... ich war so blind. Man kann ja nicht drüber gucken. So naiv. Ganz seltsam. Oh, aber es ist eine schöne Jahrelang Szene. Jahrelang habe ich an meinem Vater gezweifelt, wie alle anderen. Untergang. Dabei hatte er mit so vielem Recht. Ich wünschte, ich könnte ihm das jetzt sagen. Ich war mir der Wahrheit immer so sicher. Aber nach dem, was ich gesehen habe, weiß ich nicht mehr, was ich glauben soll. Ich muss Antworten finden. Ich muss verstehen. Eine schöne Endszene. Oh, es kommt noch was. Da oben sind wir. Ah, wir wurden von so einem Boot aufgesammelt. Brauchen Sie was? Ja. Keine Ahnung, was Sie da durchgemacht haben. Aber wenn ich Ihre Wunden und Ihren Blick sehe, will ich es auch gar nicht wissen. Naja. Wir sind bald zu Hause. Aber nett, dass die uns helfen. Ich gehe nicht nach Hause. Die Geburt.
Geburtsstunde der Lara Croft, wie wir sie aus den anderen Teilen kennen. A survivor is born. Ja, wie ich es gerade schon gesagt habe. Ein tolles Spiel. Jetzt kommen hier noch die Credits. Die werde ich wie immer einfach durchlaufen lassen. Und nebenbei gerade noch so ein bisschen erzählen. Also ich habe ja schon zwischendurch immer anklingen lassen, was ich von dem Spiel halte. Deshalb werde ich jetzt nicht groß noch was sagen. Auf jeden Fall hat es mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Spiel nochmal mit euch, beziehungsweise für euch durchzuspielen. Ja. Es hat schon Bock gemacht, das nochmal zu zocken. Klar, man kannte jetzt die Rätsel schon, man kannte die Story schon, aber das lohnt sich trotzdem auch, das nochmal zu spielen, finde ich. Und ja, viel gibt es gar nicht mehr zu sagen. Ich finde es gut. Ich finde die Story gut, ich finde, wie es gemacht ist, gut. Klar, es gibt immer so Kleinigkeiten, die man mal auszusetzen hat, aber das ist halt eigentlich immer so, dass es immer irgendwas gibt, was man sich irgendwie anders gewünscht hätte. Beispielsweise in den Kampfszenen, dass die manchmal echt ein bisschen krass waren. Es sind so tausende Gegner auf einmal irgendwie kamen. Aber ich muss sagen, so sehr hat mich das gar nicht gestört. Also da habe ich von anderen noch ganz anderes gehört, dass sie das viel mehr gestört hat. Und die viel weniger Munition teilweise zur Verfügung hatten. Wir hatten ja nie Munitionsprobleme und sonst kam ja auch immer ganz gut zurecht, denke ich mal. Wir haben uns in den Kämpfen gut geschlagen. Die Rätsel haben wir auch gut gelöst, wo ich zum Glück gar nicht mehr die Lösung kannte. Und was ich gerade cool finde hier beim Abspann, ist, dass man die Leute auch mal sehen kann, die das gemacht haben. Weil die alle Gruppenfotos gemacht haben. Sehr cool. Das kenne ich auch nicht. Aber ich bin verwirrt, wer das ist. Also, ne? Es sind ja offenbar nicht die, wo es daneben steht. Von der Anzahl her kommt das gar nicht hin. Aber offenbar sind die irgendwie beteiligt gewesen. Hat man mal ein Gesicht dazu, zu den Namen. Das läuft ja einfach nicht einfach nur so stumpf durch. Ja, sehr schön. Ja, kann man noch irgendwas zum Spiel sagen? Ich überlege gerade. Aber ja, vom Sound her hätte man es teilweise ein bisschen besser machen können von den Effekten und von den Stimmen. Das konnte man ja nicht einzeln regulieren, die Lautstärke. Wo es dann ein bisschen schwierig wurde, manchmal zu verstehen, was ist. Und dann die Untertitel auch nicht unbedingt weitergeholfen haben. Ihr habt es jetzt gerade im Abspann vielleicht gemerkt. Lara sagt was und die Untertitel kommen erst eine Sekunde, nachdem das Gesagte schon fertig ist. Also, da fällt mir jetzt auch kein anderes Spiel ein, wo das mit den Untertiteln so auffällig ist, dass die nicht passend zu der Stimme sind. Also, ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, aber das ist so ein Manko, finde ich zumindest, weil ich eigentlich immer mit Untertiteln spiele. Ich lese das einfach gern nochmal mit. Das ist einfach so, wenn man mal gerade nicht zugehört hat oder so, kann man das eigentlich immer noch nachlesen. Das ist eigentlich ganz cool. Ja, mehr gibt es eigentlich von mir nicht zu sagen. Wie gesagt, cooles Spiel. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das nochmal durchzuspielen. Ich hoffe, euch hat es auch viel Spaß gemacht, da zuzuschauen. Und ihr könnt mir ja mal eure Meinung zu dem Spiel und zu dem Let's Play vor allem Dingen in den Kommentaren hinterlassen. Ich verabschiede mich jetzt schon mal von euch. Ich lasse die Credits noch zu Ende durchlaufen. Und wir hören uns dann im nächsten Let's Play-Projekt wieder. Bis dann!
Das waren die Credits. Wer dran geblieben ist, ja, der kriegt jetzt auch nicht mehr viel zu sehen. Hier steht, Glückwunsch, Sie haben die Geschichte abgeschlossen und 82%. Mist, als ich es anders durchgespielt hatte, hatte ich 83. Also gut, aber da habe ich aber auch noch ein komplettes Gebiet nach allen Secrets und sowas abgesucht. Also nach Secrets jetzt, sag ich mal, diese versteckten Geocache, alle möglichen Sachen, die man sammeln konnte und so. Das habe ich auf so einer kompletten Karte, also in so einem kompletten Gebiet gemacht. Deshalb war es wahrscheinlich ein bisschen mehr. Sie können jetzt mit weiter auf die Insel zurückkehren, um sämtliche unerledigten Aktivitäten abzuschließen. Ja gut, man kann jetzt auch noch sammeln. Wir können mal schauen, ob hier bei den Extras noch was Cooles ist. Bonusinhalte. Nämlich... Naja, okay, das ist jetzt nicht so spannend. Errungenschaften. Achso, okay. Da kann man sich auch nur hier das angucken. Ja gut, dann habe ich nichts mehr für euch. Dann... Wie gesagt, lasst mir in den Kommentaren eure Meinung zu dem Spiel und zu dem Let's Play da. Wir hören uns dann in einem anderen Let's Play hoffentlich wieder. Bis dann!